Hallo ihr drei. Wollt ihr heute mit zuhören das große Karottenrennen? Auf geht's! Der kleine Hase Konstantin ist schrecklich stolz auf sein Gemüsebeet. Jedes Jahr baut er lauter leckere Sachen an. Im Frühling Kohl, im Sommer Kopfsalat, im Herbst Rosenkohl und natürlich auch Karotten, vor allem Karotten. Die mag Konstantin am allerliebsten. Auch Konstantins Onkel Albert ist ein begeisterter Gärtner. Er wohnt gleich nebenan und gibt Konstantin immer viele gute Tipps. Um deine Kohlköpfe herum musst du Ringelblumen pflanzen. Das hält die Schnecken fern, rät er ihm. Und vergiss nicht, die Erde immer gut zu düngen und umzugraben, bevor du deine Karotten pflanzt. Dann werden sie schön groß und saftig. Tante Mia freut sich auch über Konstantins Eifer. Weißt du was, sagt sie, in diesem Jahr, wenn du deine ersten Karotten erntest, dann bring sie mir, dann backe ich dir einen köstlichen Karottenkuchen. Konstantin läuft das Wasser im Mund zusammen. Tante Mia macht nämlich die leckersten Kuchen weit und breit. Konstantin pflanzt dieses Frühjahr besonders viele Karotten. Er freut sich, als das erste zarte Grün sich zeigt und seine Karotten zu sprießen begannen. Wenn es ein paar Tage nicht regnet, gießt er sie jeden Abend. Er kann es kaum noch erwarten, bis er sie ernten kann. Dann endlich ist es soweit. Konstantin holt seine alte Schubkarre und die Harke aus dem Schuppen. Doch als er sich gerade an die Arbeit machen will, da kommt seine Freundin Alina Eichhörnchen angerannt. »Oh Konstantin, du musst mir helfen«, ruft Alina. »Ich muss dringend meine Nüsse in Sicherheit bringen, ehe sie mir jemand stiehlt. Bist du so nett und leihst mir deine Schubkarre aus? Dann bin ich ganz schnell damit fertig.« »Natürlich, Alina«, sagt Konstantin freundlich, »ich helfe dir dabei. Und bis zum Abendessen sind alle Nüsse sicher unter der alten Eiche vergraben.« Am nächsten Tag steht Konstantin besonders früh auf, um endlich seine Karotten zu ernten. Doch kaum hat er damit angefangen, als sein Freund Max, Maulwurf, angelaufen kommt. »Heute Nacht ist mein Tunnel eingestürzt«, jammert er. »Ich muss mir einen neuen bauen. Hilfst du mir dabei?« Konstantin möchte eigentlich zu gern seine Karotten ernten. Doch Max schaut so jämmerlich drein, dass Konstantin nicht Nein sagen kann. »Natürlich helfe ich dir«, sagt er und holt für Max, der von der Zugluft einen Schnupfen bekommen hat, einen warmen Schal. Konstantin und Max brauchen den ganzen Tag, um den neuen Gang zu bauen. Am Abend kommt Onkel Albert und erzählt, dass es die nächsten 3 Wochen schlimm regnen soll. »Oh nein, meine Karotten, das tut ihnen nicht gut.« Am nächsten Morgen fängt Konstantin in aller Frühe an zu ernten. Doch dann passiert es. Er fährt mit der Schubkarre gegen einen großen Stein und das Rad fällt ab. »Oh nein, was mache ich jetzt?«, fragt sich Konstantin. Doch Hilfe ist schon unterwegs. »Du hast uns geholfen«, sagen Alina und Max.
Jetzt sind wir an der Reihe, dir zu helfen. Auch Onkel Albert packt mit an. Und so sind die reifen Karotten im Handumdrehen ausgebuddelt. Wir müssen sie möglichst schnell ins Trockene bringen, sagt Onkel Albert. Da hinten ziehen die ersten Wolken auf. Betrübt schaut Konstantin seine kaputte Schubkarre an. Hey, ruft Onkel Albert, wer von euch kann die meisten Karotten tragen? Und schon beginnt das große Karottenrennen. Die Freunde flitzen in Konstantins Garten hin und her und schleppen jedes Mal so viele Karotten mit sich, wie sie nur tragen können. In 0, nichts sind sämtliche Karotten im trockenen Schuppen. Und ratet mal, wer der schnellste und fleißigste war. Klar, Konstantin natürlich. Und hier ist die Belohnung für den Sieger, sagt Tante Mia lachend. Sie hat den größten Karottenkuchen gebacken, den Konstantin je gesehen hat. Und während draußen der Regen prasselt, sitzen alle gemütlich in der warmen Stube, futtern Karottenkuchen und trinken leckeren, dampfenden Tee. Seit damals lädt Konstantin seine Freunde bei jeder Karottenernte zu einem Wettrennen ein, obwohl Onkel Albert die Schubkarre längst repariert hat. Konstantin gewinnt immer. Und zur Belohnung backt Tante Mia ihm jedes Mal einen leckeren Karottenkuchen. Gemeinsam macht das Ernten viel mehr Spaß, sagt Konstantin. Aber trotzdem wird man davon ganz schön müde, murmelt er vor sich hin, als er unter die Bettdecke schlüpft. Gute Nacht, Konstantin.